Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Und zwar haben wir heute mal wieder eine PvP-Kiste, die ich aufmachen möchte. Ich habe ja über die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen PvP gespielt, auch so ein bisschen Rating hochgebastelt. Wir sind auf, ja, bisschen über 2-1 quasi. Heißt, ich müsste schon mal halbwegs taugliches Gear rausbekommen und mal gucken, ob irgendwas krasses hochrollt und wir irgendein geiles Item bekommen. Nice wäre auf jeden Fall, wenn ich ein Trinket kriegen würde, weil ich würde auf jeden Fall noch ein PvP-Trinket brauchen, gutes. Okay, was haben wir da für eins? Warum ist das nur 4,15? Ha. Okay. Frag mich, warum ich jetzt nur einen 4,15er gekriegt habe. Habe ich letzte Woche keine Games mehr gemacht? Eigentlich müsste ich doch jetzt ein höheres kriegen. Also das Trinket hätte ich gern gehabt, aber in 4,40 aufwärts. Ich habe es nämlich in 4,30 mit Sockel. Hätte es jetzt in 4,40 gebraucht. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich letzte Woche noch Games gemacht hatte. Ich meine schon. Aber jetzt frage ich mich, warum ich halt nur so ein Low-Trinket kriege. Das ist ein bisschen beschissen. Naja, gut. Keine Ahnung. Ich kenne mich. Also, ich habe die Season, beziehungsweise die letzten Seasons nicht viel gemacht. Ich habe jetzt nur 2 Wochen PvP gespielt. Deswegen bin ich da noch nicht so auf dem Kenntnisstand. Aber eigentlich dachte ich, ich bekomme ein 440er-Item raus. Zumindest habe ich letzte Woche ein 440er-Item rausbekommen. Keine Ahnung, warum das jetzt so was Lowes ist. Naja, ich hoffe, dass ihr in der Mythic Plus Kiste oder der PvP Kiste was Besseres hattet. Das 415er kann ich jetzt so wie es ist quasi einmal dissen. Schade, schade an der Stelle. Und naja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gern beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.